Die Oviraptoren und Dung Beetles gehören zu den ersten Tames, die ihr normalerweise in Ark Survival Evolved gezähmt habt. Und das aus gutem Grund. Diese Kreaturen spielen eine entscheidende Rolle in eurem Playthrough, besonders im Early Game. Ihr benötigt sie, um Eier für Kibble zu bekommen, die wiederum ein wichtiges Zähmfutter für viele hochlevelige Dinosaurier sind. Gleichzeitig liefern euch Dung Beetle den wertvollen Dünger, den ihr für den Anbau von Veggie- und Beerenpflanzen aus den Croplots benötigt. Diese Schritte sind entscheidend, um aus dem Early Game aufzusteigen und weiter zum Mid- oder sogar Late Game zu progressen. Ohne Kibble keine guten Dinos und ohne Eier und Veggies kein Kibble. Mit den letzten Änderungen an diesen beiden Tieren für Ark Survival Ascended hat sich Studio Wildcard selbst übertroffen, wenn es darum geht, dem Spieler Quality of Life Änderungen zu bieten. Die Veränderungen an den Oviraptoren und Dung Beetles in Ark Survival Ascended sind einfach großartig und machen den Alltag in Ark Survival Ascended so viel weniger grindy. Diese beiden Tiere haben sich in den letzten Versionen des Spiels so verändert, ihr werdet nach diesem Video sicherlich losrennen und euch beide zähmen. In der vorherigen Version Ark Survival Evolved mussten Oviraptoren ständig auf Wandern gestellt werden, um die Eiproduktion zu steigern. Das war manchmal etwas mühsam, denn man musste sie mit Steinen beschweren und die Eier trotzdem immer noch händisch einsammeln. Aber jetzt in Ark Survival Ascended haben sie ein Upgrade erhalten. Du kannst sie einfach in deine Basis platzieren und sie sammeln automatisch befruchtete und unbefruchtete Eier ein und bewahren sie in ihrem Inventar auf. Du kannst auch filtern, welche Eier sie liegen lassen sollen, so klauen sie dir nicht deine befruchteten Eier, die du gerade versuchst auszubrüten. Das ist so viel praktischer. Und je nachdem, welches Level sie haben, können sie einen riesigen Bereich abdecken. Bis zu 9000 Unreal Units laut DevKit, was einer Reichweite von etwa 30 Foundations entspricht. Um diese maximale Reichweite zu erreichen, müssen sie allerdings mindestens Level 400 sein. Und was die Dung Beetle angeht, in Ark Survival Evolved musste man sich ständig darum kümmern, dass man sie auf Wandern stehen hat und dann am besten in einen Käfig packt und Poop manuell hinzufügen. Und das war eine Arbeit, die keiner gerne gemacht hat. Aber jetzt in Ark Survival Ascended funktionieren sie, als seien sie S-Plus entsprungen. Sie sammeln Poop automatisch ein, ohne dass du dich drum kümmern musst. Und je nachdem, welchen Level sie haben, können sie einen riesigen Bereich abdecken, bis zu 5000 Unreal Units, was etwa 16 Foundations entspricht. Das gilt für Dung Beetles mit einem Mindestlevel von 225. Alles drunter hat einen kleineren Radius. Das bedeutet, wenn du deinen ersten Dung Beetle in der Basis hast, dann ist Dünger erstmal kein Problem mehr. Und du kannst das Gärtnern schnell starten. Mit dem Öl kannst du dann dein erstes Gasolin herstellen. Und das ist ein entscheidender Schritt zum industriellen Tier in Ark Survival Ascended. Aber woher bekommt man diese beiden Tiere? Oviraptoren laufen quasi überall herum. Oft trefft ihr sie am Strand, auf den üppigen Grünflächen, manchmal auch in den Wäldern. Am Strand ist es jedoch am einfachsten, sie zu spotten und zu zähmen. Als Zähmfutter fressen sie Eier und die Eiqualität entscheidet darüber, wie effektiv der Zähmprozess ist. Oviraptoren sind ein einfacher Knockout-Tame, haben allerdings nicht super viel Leben. Aber bevor ihr sie nun mit eurer Ascended Longneck Rifle jagt und trotz Trankfile sie One-Shot tötet, nehmt lieber eine etwas niedrig qualitative Waffe mit. Hier lohnt es sich, für den höchsten Level möglich zu gehen und sie später auch noch so zu verpaaren, dass sie mit Aufleveln Level 400 erreichen können, damit ihr die maximale Reichweite erreichen könnt. Niedriglevelige Tiere könnt ihr dafür einsetzen, um sie nur innerhalb bestimmter Zuchtgruppen Eier sammeln zu lassen. Wichtig ist jedoch, dass die Oviraptoren in eurer Basis eine Quelle an Futter zur Verfügung stehen haben, denn sonst fressen sie die Eier, die sie für euch sammeln. Dung Beetles spawnen auf die Island in Höhlen und das ist auf den ersten Blick ein bisschen scary, aber ich habe unseren ersten Dung Beetle auf unserem Server an Tag 1 gezähmt. Ich bin in die Lower South Cave gegangen, hier seht ihr die Koordinaten, habe einen Bogen und Pfeile und Dino Poop mitgenommen und Spinnen und Tausendfüße lassen sich relativ einfach mit Pfeil und Bogen ausschalten, wenn man ihnen begegnet, und die Dung Beetles sollten sich relativ am Anfang der Höhle befinden. Also mit viel Glück seht ihr eigentlich gar keine anderen Gegner. Packt dann den Dino Poop auf euren Zero Slot und füttert den Dung Beetle, bis er gezähmt ist. Hebt ihn auf, steigt auf euren Flyer, und ja, ihr könnt ihn halten und dann fliegen, fragt mich nicht wie, und platziert ihn in eurer Basis nahe eurer anderen Tiere. Und das war's schon, ihr solltet direkt loslegen, Poop sammeln und es umwandeln. Und es ist wirklich bemerkenswert, wie sich die Entwicklungen in Ark Survival Ascended anfühlen. Man kann deutlich erkennen, dass der Modder, der ursprünglich Structures Plus geschaffen hat, seit einigen Jahren im Ark-Dev-Team tätig ist. Diese Mod, die von Anfang an darauf abzielte, viele der mühsamen Aufgaben im Spiel zu automatisieren, hat nun ihren Weg auf die ein oder andere Weise in das Hauptspiel gefunden. Und das ist zweifellos ein großer Win
für alle Spieler, insbesondere für diejenigen, die nie Zugriff auf Mods in Ark Survival Evolved hatten. Die Möglichkeiten zur Automatisierung und Verbesserung des Spielerlebnisses haben sich erheblich erweitert. Die Automatisierung von monotonen Aufgaben in einem Spiel wie Ark, das relativ viel Micromanagement erfordert, hat eine positive Auswirkung darauf, wie wir das Spiel empfinden und wie sehr wir das Gefühl haben, Progress zu machen. Wenn man den ganzen Tag darauf verwendet, Dungbeetles zu füllen und Eier einzusammeln, hat man am Ende des Tages nicht wirklich viel vorzuweisen. Durch die Reduzierung von diesen zeitaufwendigen Aufgaben könnt ihr mehr Zeit und Energie darauf verwenden, die Map aufzudecken, durch Höhlen zu streifen oder neue Tiere zu zähmen. Und ich hoffe, euch hat dieser Guide für unsere zwei neuen besten Freunde in Ark Survival Ascended geholfen. Ich für meinen Teil freue mich schon auf die Änderungen in den anderen Maps, denn dies war bei weitem noch nicht das letzte Quality of Life Update, das wir in Ark Survival Ascended gesehen haben. Und nun schnappt euch ein bisschen Deinepup und zähmt euch den Käfer.